Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge hat sich Elise uns in den Kampf angeschlossen. So, und alles andere ist irgendwie unwichtig. Ja, wir sind in diesen Wald hier reingekommen, den wir durchqueren müssen, um nach Sapsaraf zu kommen. Und naja, hier ist ein Skit zur Ablenkung, Fesselspiele See the und way so. Mila freezes those enemies in their tracks? I guess she really is into bondage. Oh, is that what the technique is called? Oh, I thought I'd get more of a rise out of you than that. I'm just tired of your lies and innuendos. Just give it up already. Oh, and now I'm the one being tied down by your sadistic decrees. Sorry, Jude. I'm not that into bondage play. But it is true that some people can only experience true intimacy when they're tied and bound. The conversation takes a surprising turn. Are you speaking from personal experience? No, I read it in a book. It was called Men and Women Beneath the Sheets. What sort of books are you reading? There was a similar comment in The Hatte ich das nicht schon mal? Aesthetics of the Oder? Catcher as well. That one's probably about something different. Oh? Well, I wouldn't really know. Sounds like Mila's more into total freedom than tying anyone down. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe ich da meine Aufnahmen oder so, die ich verhauen habe, schon mal gesehen oder was? Egal, krönende Pracht. Look out, guys. There are little bugs everywhere. I wonder if Mila gets bitten a lot in that outfit. You didn't know? She swats the bugs away with her hair. Wow, like the tail of a cow. Don't compare my crowning glory to the tail of a cow. Crowning glory? I didn't expect such vanity from the Lord of Spirits. Sylph styled my hair for me. He said, "You're in human form, so you need to take care of your appearance." You have the great spirit of wind style your hair? That's incredible. Yes, I'm quite fond of it. If I swing it around quickly, I can distract a foe between attacks. So you do swish it like a cow. Immer diese letzten Sätze in einigen Skits. Boah. So, Arrivederci. Ein Wirbelwind aus Klingen, der den Gegner dezimiert. Hallo, um Windklingen. Windklingen, Windsensen zu verwenden. Windklingen, Windsensen. Okay. Ja, ich mach das in meinem Kampf. Ach ja. Und jetzt haben wir sogar den Luxus, uns nach den Kämpfen zu heilen. Schön. Ah, die Elise ist die Beste. 1500, geil. Ich hätte mal Geld irgendwie ausgeben sollen. Ich habe so viel. So. Perfekt. Oh mein Gott, was? Das sieht sehr verdächtig aus. So, Elise. Verdammt, falscher Knopf. Wie tue ich denn taunten? Hey! Ah, hallo. Ach, jetzt greift Tipo an. Der macht sogar ordentlich Schaden. Du kannst auch springen, geil. Nein, nein. Na, das werdet ihr mir büßen. Ah. Warte, Elise, ich komme gleich. Verdammt, ich sollte Elise noch nicht so schnell steuern. Kann mal jemand Elise wiederbeleben? Nee, ich habe, glaube ich, eingestellt, dass... Mein Gott. Trank des Lebens. Warum hast du nicht Dingens wiederbelebt? Wir haben ein Problem. Warum belebt niemand hier? Verdammt. Oh nein. Oh nein. Ich brauche, verdammt. Wie Flucht unmöglich. Hast du sie noch alle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und des Lebens, Elise. Genau. Finger weg! Finger weg von meiner Heilerin.
Aua. Nein. Nein. Aua. Boah. Gibt's da nicht. Ja, aber ich glaube, das ist hier ein besonderer Kampf, oder? Mann. So, Jude, hilf mir mal. Alvin. Zack. So, in der Luft kannst du dich nicht abwehren. Erstmal einige hier töten, bevor ich wieder belebe. Ja, und da gehen meine ganzen Heilgegenstände. So, Dämon Chaos. Und Elise heilt uns wie verrückt, Gott sei Dank. Kannst du dich angreifen, wenn du willst. Ach, verdammt. Oh, jetzt hat Mila einen Kampf verpasst. Krankheiten gibt, ja, okay, da kann ich mir so schon erklären. Boah. Ach, da war für eine Quest, ja super. So, erstmal hier. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was? Kostet das? Ja, das ist irgendwie. Oh nein. Haben wir Gegengift oder irgendwie sowas? Ah. Heliumkugel. So. Jude, du musst jetzt ein paar super geile Sachen lernen. Wasserschwung. Direkt hier halt erstmal lernen. Ach ja, ich habe ja einige FP wieder. Level wiederherstellen, da wäre natürlich. Ja, lernen wir das hier schnell. Und mehr TP. TP Wiederherstellungsabwehr. Und dann gehen wir schon mal hier drauf los. Aber wir nehmen erstmal den Weg. Ich habe mich bestimmt voll verskillt. Jetzt habe ich gar nicht hier. Ach. Dann nehmen wir Arrivederci. Und dann tun wir das Dingen hier hin. Und das Dingen, nein. Hier hin. So. Und Fertigkeiten, genau. 7 Stück. TP Wiederherstellungsabwehr, Level Wiederherstellung. Nein. Erhält mein Sieg, mein Feind 10 KP. So. Und Mila hat ein paar. Ja, ich möchte nicht, dass sich das nochmal wiederholt, ehrlich gesagt. Deswegen. Ja, mach mal Windschutz. Ah, ich habe nur noch 2. Na gut. Söldner Weisheit. Okay. Lass mal hören. I prefer to call it powerful. On the battlefield, delicacy will only get you killed. In real warfare, you need guts first, power second, vigor third and fourth, and instinct fifth. You make a persuasive argument. Well, yeah. You're talking to a mercenary here. How long have you been one? Well, for as long as I can remember. When I was your age, I was already a veteran. Trust me, kid. I'm a lot wiser than I look. I've been through enough to earn it. Since your advice carries the weight of experience, I will remember it well. Aw, come on. No reason to bring your spirits down. You do your thing and let me do mine. I'll handle the heavy lifting. Yeah, okay. Und du bist einfach ein Professor Doktor. Kein Ding. Okay. So, dieser Kampf, der war. This is no proper place for a city boy like me. Ja, dieser Kampf war etwas unschön. Ich hoffe wirklich, dass sich das nicht nochmal wiederholt. Aber ich habe es mir schon gedacht, nachdem wir 4 Charaktere haben, also nachdem wir unseren ersten Heiler haben, wird der Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt. Weil das Spiel sich dann denkt, der kann jetzt sich jederzeit heilen.
Also machen wir die Kämpfe ein bisschen schwieriger, damit er auch einen Grund hat, sich zu heilen. So, jetzt brauche ich erstmal TP. Ne, warte mal, ich mache erstmal. Ach, jetzt können sich sogar zwei auf einmal verbinden. Ach, und Tipo ist genau in die Position, wo er vorher war. Ja, wenn man abwehrt, ist er hinter einem. Jawohl. Das ist eine gute Kombination. Oh, ein paar TP. Ach du Kacke. Oh, nicht schon wieder. So viele Lebenstränke habe ich nicht. Ich brauche wirklich noch. Ich habe noch viel. Ich dachte, nein, Elise. Warum ist Elise tot? So, jemand. Hast du gerade einen Trank des Lebens eingesetzt? Warum hat der? Hä? Komm zu mir, Elise. Keine Sorge, ich bin bei dir. Damn. Setz diesen Heilzauber um sich herum, mein Lord. Hat sie ihn auf sich gewirkt. So, Elisa, Level up. Elisas Partnerfertigkeit, Tipo-Entzug. Wenn du Elisa als Partner willst, besteht die Möglichkeit, dass sie immer, wenn deine TP abnehmen, von einem Gegner KP und TP absorbieren und auf dich überträgt. Elisa hat eine größere Chance, KP und TP absorbieren, wenn der Gegner in die Luft geworfen wird oder es mit einem Technikgegner, wenn es sich um einen Technikgegner handelt. Jawohl. Warte mal, ist sie jetzt Level 12? Nee, okay. Wollte schon sagen. So, was lernen wir denn als nächstes? Heilender Kreis. Ja, sicher, natürlich. So. Heilender Kreis. Zauberer ist Typ 1, wird die Effektivität von Geist 1 um 1,5. Okay. Das ist ja auf dem Weg von dem Intellektweg, sag ich mal. Deswegen, nein. Und sie hat wieder volle TP und so wegen Levelaufstieg. Oh Gott. Okay, ich sollte darauf achten, dass. Ich denke, wir können hier durchgehen. Better make sure none of us get our clothes stuck. Ja. Oh, perfekt. Aha. So. Problem gelöst. So, wo können wir runter? Durch hier. Ja, schaffe ich den Kampf noch in 2 Minuten? Ja. Wenn ich alles gebe, schon. So, du kommst mit mir jetzt in diese. Aua. Verdammt. Hilf mir mal einer. Nochmal. Oder auch nicht. Verdammt. Ah. Aber wir haben Heiler, ist so schön, ey. Ich sollte vielleicht mal ihre Strategie hier angucken. Wahrscheinlich verballert sie noch alles hier. Ändere in der Kampfkamera. Wenn du bei geöffneten Kampf allein oder auch so, das hat man glaube ich schon mal. So, das hätte man noch geschafft. Die Truhe öffnen wir noch. Giftwerk, kein Problem. Kein Problem, was? So, jedenfalls. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Part ist leider schon wieder vorbei. Ist schon wieder zu spät. Tut mir leid. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.